zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein neues Thema für euch. Und zwar müssen Anime historisch korrekt sein, wenn sie halt irgendein historisches Ereignis erzählen. Auf das Thema kam ich durch den Anime Ulysses, Jeanne d'Arc to the Alchemist Knight, der ja gefloppt ist wie sonst was, was ich persönlich nicht verstehen kann. Ist ein großartiger Anime. Ich habe ja auch schon auf Twitter einiges dazu geschrieben. Aber einer der Kritikpunkte, die man bei dem Anime immer liest, ist, dass es halt historisch nicht korrekt ist. Und alleine bei diesem Anime das als Kritikpunkt anzubringen, ist schon mal sehr, sehr schwachsinnig. Denn viele Anime, die irgendwelche historischen Ereignisse oder so erzählen, haben ja meist auch irgendwie noch was anderes. Beziehungsweise es werden unglaublich gerne irgendwelche bekannten historische Figuren genommen und in irgendwie modernes Setting oder Fantasy-Setting gesteckt. Auch bei Ulysses ist es so, es erzählt die Geschichte vom Krieg zwischen Frankreich und England mit Jeanne d'Arc, aber halt mit Fantasy-Elementen. Und das sieht man eigentlich auch schon beim Vorschaubild. Ich meine, unser Hauptcharakter sieht aus wie ein Schwarzmagier, also wie so ein typischer Hexer mit so einem Hexerhut und so einem Umhang. Gut, auch wenn es ein Alchemist ist. Die ganzen Frauen tragen wie immer knappe Rüstungen und Waffen, die viel zu groß sind. Und es gibt Feen und Elfen und Magie. Und das wird einfach nicht nur im Titel, mehr oder weniger. Ich meine, Alchemie-Ritter, sowas gab es nicht. Das sagt der Titel, das sagt das Vorschaubild, wenn man sich das anschaut. Das sagt einem aber auch direkt die erste Episode. Denn schon in den ersten paar Minuten der ersten Folge sagt der Hauptcharakter halt, dass er halt die Kriege beenden möchte mit Hilfe von Alchemie. Also von vornherein ist klar, das hier nimmt sich zwar die Grundlage, geht dann, baut da aber sehr viel Fantasy-Element ein und erzählt quasi eine alternative Version dieses historischen Ereignisses. Aber trotzdem regen sich die Leute immer mal wieder drüber auf. Und das betrifft irgendwie viele Anime, die irgendwelche entweder historische Personen nehmen und die in moderne Setting setzen oder halt irgendwas Historisches nacherzählen, nur halt in der alternativen Version. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso, denn ich kenne jetzt kein Anime, der einem irgendwie da oder Manga, der einem irgendwie von vornherein was Falsches erzählt, total auf historisch korrekt macht und auf einmal dann irgendwelche Fantasy-Elemente einbaut. Sei es jetzt in der ersten Folge oder später. Sagt mir jetzt nichts. Nehmen wir zum Beispiel die Fate-Reihe, das Fate-Universum. Da werden ja auch viele Charakter, viele historische Personen genommen und halt als oftmals sogar im anderen Geschlecht wiedergeboren und kämpfen um den Heiligen Gral. Dazu wird bei Fate auch gerne mal irgendwelche Leute aus Legenden oder so genommen. Und nun denkt man sich vielleicht, ja, Fate ist ja so extrem beliebt, aber selbst da habe ich schon Kommentare von Leuten gesehen, die haben sich drüber aufgeregt. Die haben sich wild drüber aufgeregt, dass diese oder jene Person genommen wurde. Und dass man irgendwie den Hintergrund-Fan hat, dass man aus dieser Person einen Mann gemacht hat oder dass man aus dieser Person eine Frau gemacht hat. Oder dass es diesen Charakter überhaupt gibt, wenn das mal jemand nicht so nettes war. Auch da regen sich die Leute wirklich auf. Auch bei einer Serie, die von Anfang an sagt, ich meine, den Heiligen Gral gibt es nicht. Magie und Schwerte, die man irgendwie herbeirufen kann, auch nicht. Ich meine, Fate ist ein Fantasy-Anime, klar, der benutzt historische Persönlichkeiten, die halt wiedergeboren worden sind. Aber mehr ist da auch nicht. Er geht halt auf einige Legenden ein, wie gesagt, Heiliger Gral, Excalibur, etc., bla bla bla. Aber auch hier ist es nicht. Von daher, ich verstehe wieder diese ganzen Beschwerden nicht. Und das gibt es noch bei ein paar anderen Anime. Oder zum Beispiel Oda Nobunaga, der wird ja auch sehr, sehr gerne irgendwie wiedergeboren. Entweder als Schüler, als Schulmädchen oder sonst was. Also der wurde, glaube ich, auch schon überall mal reingesteckt. Und ja, da hört man jetzt nicht so viele Beschwerden von, aber wenn man genau schaut, findet man auch da Leute, die sich irgendwie darüber aufregen, dass man immer irgendwelche historischen Persönlichkeiten nimmt oder halt, wie gesagt, historische Ereignisse ändert. Manchmal wird das zum Beispiel auch bei so einem Anime auf irgendein historisches Ereignis eingegangen, wo der jeweilige Charakter mitgewirkt hat. Dies wird dann aber anders erzählt, als es eigentlich war. Halt auch wieder so eine alternative Version.
Aber so ist das nun mal. Und wenn ich irgendwas historisch Korrektes sehen will, dann schaue ich mir eine Doku an oder ich schaue mir irgendeinen Film an, der darum geht und wo ich von vornherein weiß, okay, der erzählt dies historisch soweit korrekt nach. Oder ich lese halt ein Sachbuch über das jeweilige Ereignis. Es gibt, soweit ich weiß, einige Anime, die erzählen wohl tatsächlich mehr, also historisch korrekter, sowas wie hier die Rosen von Vasalis. Habe ich mich allerdings nie mit auseinandergesetzt. Falls ihr den könnt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ein paar gibt es wohl, aber die meisten Anime erzählen immer am meisten eine alternative Version von historischen Ereignissen und geben auch historischen Persönlichkeiten meist einen anderen Charakter oder ändern die halt ein wenig um. Wieder bauen sie halt ein modernes Setting ein, machen sie vielleicht netter oder machen sie böser oder lassen sie mit irgendeinem anderen Charakter zusammenkommen, etc. Wie gesagt, also wenn man wirklich was sehen wir, was historisch korrekt ist, Leute, dann lest Sachbücher, schaut Dokus oder schaut euch solche Dokumentarfilme an, wie also Filme, die das halt irgendwie historisch korrekter nacherzählen wollen. Und wenn ihr schon bei einem Anime seht, dass da irgendeine Frau, ein Typ mit einem viel zu großen Schwert ist, irgendwelche Feen im Hintergrund, irgendwelche bunten, prickelnden Farben, oder die in ganz komischen Kostümen rumlaufen oder die Frauen mal wieder so knappe Rüstungen haben, dass es schon gar nicht mehr geht eigentlich, dann sollte man von Anfang an wissen, der wird sicherlich nicht historisch korrekt sein. Und ja, so ist es halt. Das wollte ich nur mal loswerden, wie gesagt. Ich gebe auch noch bei Ulysses, weil ich das ja vorhin ansprach, noch weitere Beschwerden, aber ich habe auf die gehe ich in anderen Videos nochmal ein. Meine Empfehlung hat der Anime jedenfalls. Und ja, einfach mal das Ganze mit diesem historischen Ereignissen in Anime loswerden. Dann würde ich sagen, mehr wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.